Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play World of Warcraft mit unserer Hexenmeisterin Libeth. Wir sind hier wieder am Stissel, nach wie vor hier an der Schlucht, wo die ganzen Silithiden rumhantieren und rumschwirren und haben jetzt nach wie vor diese verwirrende Quest, eine großartige Idee. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass wir wahrscheinlich hier runter müssen und dann gegebenenfalls ja einfach irgendwo was hier hinschmeißen müssen, bis dann jemand anbeißt. Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht ganz genau. Wir probieren es jetzt mal hiermit. Ich weiß irgendwie nicht ganz, was wir da machen sollen. Irgendwie schwierig zu verstehen. Vielleicht bin ich aber auch gerade einfach zu blöd. Ich weiß es nicht. Es kann alles sein. Dass wir irgendwie zu blöd dafür sind. Aber in der Quest steht ja auch drin, wirft den Köder aus, um ein Silithid-Schwärme anzulocken. So, und steht, diesen Haufen Frischfleisch müssen wir Seil befestigen und dann könnt ihr mir auch schon ein paar Silithiden fangen. Wie? Schaut mich nicht so an, es ist wirklich sicher, ziemlich sicher. Sterben könnt ihr schon, auch einen schmerzvollen Tod, aber es ist einfach. Werft das Fleisch dort runter, wartet, bis eines der Ungeziefer darauf anspringt und zieht es dann mit dem Seil hier hoch. Versucht es bei den Schwärmern, bei den anderen weiß ich nicht, ob sie Hyäne mögen, aber Schwärmer gibt es um die Ecke der Schlucht genug. Schwärmer. Okay, wir müssen mal gucken. Also irgendwie ist es jetzt nicht ganz so leicht. Hier gibt es irgendwie Schwärmer, das sind Stecher. So, und die Stecher sind es nicht. Das sind Arbeiter. Die sind es wahrscheinlich auch nicht. So, wenn ich das einfach jetzt nur hier ausschmeiße, bringt wahrscheinlich nichts. Okay, bringt tatsächlich nichts. Weiß es nicht. Weiß nicht ganz genau, was wir machen müssen. Aber irgendwie ist der Kreis auch da oben, ne? Schwärmer gebändigt. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wenn wir da oben irgendwas einsetzen müssen. Aber da ist ja... Hier ist ja im Prinzip nichts. Also hier jetzt irgendwie was... Was einzusetzen würde ja keinen Sinn machen. So, da kommt jetzt ja auch niemand hin. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass ich mal ganz kurz suche, auf dem Handy, WoW-Quest, eine großartige Idee. So. Und dann gucken wir mal kurz in das Video rein, weil ich glaube, sonst kriege ich es wahrscheinlich nicht auf die Kette. So, der geht da auch in die Schlucht links runter, okay. Bis dahin alles ganz normal. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Hat da noch seine... Aha. Okay, ich glaube, wir haben es, Leute. Das ist ein bisschen... Ein bisschen missverständlich gezeichnet auf der Karte, finde ich. Weil das sind die Arbeiter, das sind die Stecher. Und hier hinten irgendwo... Müssten irgendwelche... Hier hinten müssten irgendwelche größeren Kollegen sein. Aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Kette. Irgendwie kriege ich es nicht auf die Kette. Aber wenn wir hier was werfen, hier passiert auch nichts, ne? Das ist irgendwie...
Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt. Oder ich bin einfach gerade extrem dumm. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach extrem dumm. Keine Ahnung. Ich gucke es mir nochmal kurz an. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. So, aber er läuft auch ganz normal hier runter. So, und da befindet sich auch dann ganz normal so ein Schwärmer. Also irgendwo muss es hier in der Schlucht Schwärmer geben. Hier. Da ist ein Schwärmer. Mein Gott. So kompliziert. Huch. Ist der jetzt weg? Nein, er ist weg. Nein. Nein, ich durfte nicht aufmounten. Ich durfte nicht aufmounten, ich doof. Jetzt habe ich den Schwärmer verloren. Ich habe ihn verloren. Ich kratz ab. Ich kratz ab, ich habe ihn verloren. Ich bin so ein Trottel. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ich würde am liebsten die Aufnahme beenden. Sandhecher. Ne, wir brauchen einen Schwärmer. Da ist ein Schwärmer. So, jetzt komm her, Kollege. Ja, sehr gut. So. Jetzt komm mit. Wir haben den jetzt an der Leine und wir laufen jetzt einfach mal zu Fuß zurück. Weil ich glaube, dass wir. Ja. Dass wir wahrscheinlich nicht aufmounten dürfen. Jetzt haben wir irgendwie 7 oder 8 Minuten damit verplempert, diese dumme Quest hier zu erledigen. Aber manchmal ist das so. Da hat man manchmal irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Manchmal hat man da irgendwie eine Blockade. Ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich gerade tun soll. Und wo sich diese Schwärmer zum einen überhaupt befinden, weil es nicht auf der Karte angezeigt wurde. Das ist irgendwie ziemlich schlechtes Questdesign. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele sich hier kaputt gesucht haben. Und wie gesagt, ich spiele ja auch jetzt nicht zum ersten Mal. Ich spiele jetzt auch nicht zum ersten Mal WoW. Sprich, theoretisch habe ich mit so Sachen keine Probleme. Es ist ganz selten, dass ich mal irgendwie was suchen muss oder so. So. Aber jetzt haben wir ihn. Okay. Perfekt. So, sprecht mit Narain, V und Traum, um den gedankenkontrollierten Schwärmer in den Bau der klaffenden Schlucht zu befehligen. Bleibt sauber. Okay, es hat Angst, ja. Ja, denke ich mir auch. Okay, Bau zerstören. So. Müssen wir jetzt wahrscheinlich mit dem quatschen. Kann ich euch helfen? Alles klärchen. Bin bereit, Insiditiden zu steuern. So. Schnüffelt nach Ferrum, um Wege und Schwarmbau zu finden. Okay. So. Ich würde einfach mal sagen, dass der Bau wahrscheinlich da hinten ist. Aber eine Spur kriegen wir hier nicht. Also irgendwie sind die Quests ein bisschen missverständlich. Ich habe jetzt halt gesehen, dass der Bau hier ist. Aber oh, hier ist dann eine Spur, okay.
Das haben wir jetzt also gut gefunden. Obwohl, also die Quests an sich sind ja cool gemacht, aber das Problem ist, wenn man natürlich hier, ja, nicht reinkommt, beziehungsweise man gar nicht weiß, was man machen muss, ist natürlich ziemlich blöd. Da haben wir das hochgehen lassen, den Bau. Wir sind jetzt alle in die Luft gesprengt, warum auch immer. Wahrscheinlich, wenn man versucht, die Plage hier ein bisschen Hey, wie auszumerzen. geht's euch so? Überwiegend großartige Handschuhe. Überwiegend großartig. Boah, die sind aber schon ziemlich gut. Schönen Tag auch. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Die ziehen wir auch direkt an. Und dann findet McShredderschreck beim Truppenlager der Bleib Dünenbrecher. sauber. Das machen wir. Und dann haben wir hier noch einen alten Ring. Genau. So. Und dann können wir jetzt theoretisch hier rüber reiten. Und da zur nächsten Quest. Zur nächsten Questreihe stampfen. Generell würde ich auch mal gerne wieder zurück nach Gazgetan. Um die Talente zu switchen. Weil wir, glaube ich, doch für Seelendieb gehen. Und wir können da mal gucken. Lebensentzug. Absolute Verderbnis. Verwandelt ist ein permanenter Effekt, der für einen Schaden verursacht. Die Effektdauer beträgt 24 Sekunden Höllenqual. Oh, das ist echt tricky, was man da nimmt. Also Agonie, Verderbnis auch mega, weil da halt permanent ist. Sprich, man braucht sich nicht darum kümmern, dass irgendwie. Boah, das ist echt ein tricky Trade, würde ich sagen. Ah, okay, aber wir laufen ja mal weiter. Da müssen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Den schalten wir erst mit 25 frei. Also in anderthalb Leveln. Circa, was ist mit ihm? Der macht nichts. Rekrutierungslager der Dünenbrecher. So. Das erzählt man sich auf der Straße. Zwei von fünf haben wir jetzt, okay. So, diesmal habe ich etwas Tolles für euch, liebe F. Bla bla bla. Erhaltet 10 Unterschriften der Satzung von Ogern der Das kann Dünenbrecher. jeder von euch hören. Okay, also müssen da jetzt rüber zu den Dünenbrechern. Ah, verkleidet euch als Ogre, okay. Wir kriegen Wappenrock. Auch geil. So, Unterschriften erhalten. Die unterschreiben alle ohne Probleme. Die haben damit alle kein Problem. So, und wir können mit Leertaste auch den Befehl bestätigen, das ist ganz gut. Wusste ich gar nicht, sprich, wir müssen nicht immer einzeln klicken. Und hier haben wir noch einen Ogermagier, der Dünenbrecher. Den labern wir auch noch mal kurz von der Seite an. Und dann haben irgendwie 10 Leute jetzt einfach unterschrieben. Beziehungsweise haben was unterschrieben, was, wo sie wahrscheinlich auch nicht mal selber wissen, was das ist. In Ordnung, ich unterschreiben. Juhu, juhu. Geil. Die machen einfach so, weil es Bock macht. So, und dann sind wir hier fertig. Können wir die Quest Hey, direkt abgeben. wie geht's euch? Sammelt 20 Centipartikel von Selitiden der Ich sehe dich auf Centipar. der anderen Seite. Okay, also müssen jetzt da hinlaufen und dann auf zur Centiparty. Feuerrock. Auch neue Modelle bekommen. Generell viele Gegner, die neue Modelle bekommen haben. Was auch immer sehr, sehr cool ist. Im Allgemeinen finde ich. Wenn das so alles ein bisschen aufgebessert, aufgehübscht wird. Ist, glaube ich, was, womit man nie was, ja, verkehrt machen kann. So, laufen wir weiter. Die ewigen Sande. Und dann müssten wir da gleich hier wieder an einem Punkt ankommen, wo wir jetzt hier wahrscheinlich wieder ein paar Selitiden einfach komplett ausmerzen. So, schauen wir mal ganz kurz. So, hier sind die Centipar. Dann können wir dann einfach mal so ein bisschen
hier drauf kloppen. Sollte an sich kein Problem sein, die beiden hier wegzurömmeln. So, die haben wir schon mal geschafft. Zu weit entfernt. Ja, wenn Verderbnis natürlich permanent wäre, wäre schon geil. Das muss man schon sagen. Und dann kann man den nochmal wegrömmeln hier. Eine Lebenslinie mit einem Begleiter ziehen und dann hier nochmal hoch. Dann haben wir die beiden hier auch, die gerade versucht haben abzuhauen. So, 2 und 1. Und dann haben wir hier auch nochmal 2 und 1. Und dann bei dem Kollegen auch nochmal 2. Und 1. So, und dann einmal hier kurz dem Begleiter auch wieder die Lebenslinie schenken. Und dann einmal den Klassiker. So, dann kriegen wir 5 nochmal von denen. Beziehungsweise im Allgemeinen kriegen wir 5. Dann können wir kurz den Gesundheitsstein usen. Hier nochmal Leben geben. Ist auf jeden Fall eine gute Synergie. Klappt, glaube ich, ganz gut, würde ich behaupten. So, und dann macht es wahrscheinlich einfach Sinn, die immer direkt komplett voll zu dotten. Ich habe kein Ziel. Und dann hier nochmal Schattenblitz rein. Zack, dann haben wir 3. Aber ich weiß nicht, warum die Agonie verschwindet. Ich weiß nicht, warum die Agonie verschwindet. Nicht die Agonie, das instabile Gebrechen. Das ist auf einmal einfach weg. So, 17 Minuten. Lauf mal oder step mal nochmal kurz zurück. Verfolgung unserer Interessen, erbitterter Zweikampf und die Titanen. Tal der Behüter, sind wir wahrscheinlich da unten irgendwo. Aber dann haben wir auch schon mal Tanaris durchgequestet. Und haben natürlich dann nach wie vor ziemlich viel vor uns, was wir noch so machen können. So, geben die Quest aber erstmal ab und werden damit dann auch Level 24. Hier sind ein paar Feuerrocks, die uns hier noch auf die Nerven gehen können. Die übrigens ziemlich sicke Begleiter, glaube ich, wären. Also die sehen schon echt cool aus. Wie ich finde. So, und dann haben wir hier die Kollegen. Geben da die Quest ab und dann bekommen wir als nächste Quest Schwächt 8 Urga der Dünenbrecher und gebt ihnen dann die Werbedelikat-Täppchen des Bilgerwasserkartells. So, und wir kriegen die Fähigkeit Seele entziehen. Ah, die ist passiv. Der gesamte von euch oder euren Dienern verursachte Einzelzielschaden gewährt euch und euren Begleitern schattenhafte Schilde, die für 15 Sekunden 1% des verursachten Schadens absorbieren, bis zu 10% der maximalen Gesundheit. Auch ziemlich, ziemlich nice, die Fähigkeit. Und ja, liebe Leute, in dem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wir sind jetzt auch wieder bei 19 Minuten. Lohnt sich jetzt nicht großartig dann noch was anderes anzufangen. Und in dem Sinne würde ich auch wieder sagen, danke fürs Reinschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Generell auch hier nochmal der Aufruf oder der Appell an euch. Gebt mir gerne Feedback. Schreibt, wenn euch was auffällt, wenn ihr irgendwie was eine Anregung geben möchtet, das lese ich mir alles gerne durch, schaue mir das sehr gerne an, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Video generell, die Let's Play-Reihe liked und unterstützt, damit ich sehe, dass ihr Lust darauf habt und in diesem Sinne, liebe Leute, haut da rein, macht's gut, bis dann, ciao!